Okay, Leute. Nachdem wir jetzt nochmal alles haben sacken lassen bezüglich vor allem der Verlust. Der Verlust von der guten Ashley. Und ja, dass wir quasi mit so ziemlich allem fertig sind. Außer der Wettlauf gegen die Zeit. Er stand sie in dem Ratbericht. Okay, dann standen wir in dem Ratbericht. Ich wollte jetzt nämlich in die Tiefen der Galaxis eintauchen und die Citadel aufsuchen, aber anscheinend müssen wir die Citadel aufsuchen, dort den Rat, dem Ratbericht erstatten. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt, hä? Ja, eigentlich haben wir den doch... Ich habe das Missionsupdate an die Citadel übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Citadel auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Das wurde auch Zeit. Zurück zur Citadel, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Okay, das beantwortet meine Frage. Und wir kehren automatisch zur Citadel zurück, seht ihr? Ich glaube, ich verschluck bei Citadel immer das T, kann das sein? Also jetzt gerade nicht. Jetzt habe ich Citadel gesagt, aber ich muss sagen, Citadel, glaube ich. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Citadel anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Citadel mit den Terminus-Systemen verbindet. Wie viele Schiffe senden Sie aus, um Ailos anzugreifen? Ailos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Citadel anzugreifen. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ihr Stil hat ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Ailos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Ailos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl, sie wollen uns verraten. Reine Taktik, Commander. Sie haben ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Mir versetzt keiner einen Dolchstoß, Udina. Niemand. Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Commander? Shepard? Ich kann nicht fassen, dass sie dir das angetan haben. Es tut mir so leid. Das war nicht deine Schuld. Es ist nicht richtig. Du hast alles getan, was sie verlangt haben, und sogar noch mehr. Niemand sonst hätte das vollbringen können, was du getan hast. Der Rat hat dir alles zu verdanken, alles. Aber stattdessen entheben sie dich deines Kommandos und halten die Normandy fest. Es ist mir egal, ob sie mich hier festhalten oder nicht, aber sie weigern sich, Saren zu verfolgen. Wenn sie nicht verhindern, dass er die Röhre findet, ist das unser aller Tod.
Vielleicht sollten wir den Rat anrufen und dafür sorgen, dass er seine Entscheidung überdenkt. Ich habe sie bedrängt, so gut ich konnte. Sie wollten es einfach nicht einsehen. Das war's dann? Du gehst einfach? Du gibst auf und verdammst die Galaxis? Wir sind vorerst nicht im Spiel, aber ich werde einen Weg finden. Ich glaube an dich, Shepard. Ich stehe dir bis zum Ende bei. Tut mir leid, wenn ich störe, Commander. Ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Spionieren Sie uns nach, Joker? Nein, Sir. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Sie sollten wohl besser zum Treffen hingehen. Okay, jetzt wurden so viele Fragen meinerseits eindeutig beantwortet. Also, die Liara kann schon mal das Bett herrichten. Wir nehmen Kaida natürlich mit. Der ist uns jetzt erst recht ans Herz gewachsen. Garus, lassen wir die Liara hier. Ja, da kann die schon mal die Badewanne vorlaufen lassen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Wer bist du? Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Tut mir leid, Commander. Die Normandy ist verriegelt. Botschafter Udina hat den Befehl gegeben. Okay, das erinnert mich an eine kleine Anekdote aus der Bundeswehr, die erzähle ich euch gleich. Beantworte Fragen. Und zwar, ich habe ja gefragt oder bin davon ausgegangen, dass ich das verkackt habe mit der Liara. Also offensichtlich habe ich das nicht. Was? Sie ist jetzt doch, ne, also, ja, es läuft. Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat Exogeny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Also es läuft dahingehend, dass da was laufen wird in Kürze wohl. Oder auch fast gelaufen wäre, zumindest ein kleines Küsschen. Er stand ja im Raum, aber das hat ja der Joker zu verhindern gewusst. Dann die Frage mit der Citadel, ob wir da nochmal hinreisen wollen. Ja, wir wollen. Wir müssen, wir sollen. Und ja, da sind wir ja jetzt. Hallo, Commander. Zeig mir mal die guten Sachen. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Ah, das ist doch Musik in meinen Augen. So, das sind die Super-Duper... Ich bin verwirrt, warum fehlt da eine? Schrotflinte, Sturmgewehrpräzision, warum ist da... Ah, okay. Da ist doch die Pistole. Ja, sehr gut, weil ich wollte noch ein paar Sachen auch verkaufen. Und das können wir doch gerade mal machen, ne? Ah, ne, es ist blöd... Ja, warum... Ja. Sorry, Leute, ich bin nicht ganz auf... auf der Höhe. Das Ding ist, hätte ich jetzt verkauft, hätte ich dafür keinen müden... Credit Cent gesehen. Aber unser Inventar ist nicht voll, oder? Nein, ist er nicht. Ist er nicht? Ist es nicht. Wow, also ich bin irgendwie gerade so ein bisschen in der Kappe, weil ich gerade einfach so verwirrt bin wegen den ganzen Ereignissen und Geschehnissen hier. So, nichtsdestotrotz... Ja. Ich verkaufe wieder, bis ich die 99999 voll habe. Ich kann noch mal gucken. Was war eh mein Ziel jetzt? Oh, okay. War ja alles, was wir jetzt verkaufen oder zu Universalgel reduzieren möchten, ja alles quasi verschwindet. Ich wollte mal gucken, was es noch für gute Sachen hier gibt. In Bezug auf Rüstungen. Ja, okay, ihr seht schon, das haut nicht so ganz hin. Oder wie manche Leute sagen, ich weiß, was für ein... Oder in welchem Bereich man das, beziehungsweise in welchem Gebiet man das sagt, wenn jemand sagt, das geht sich nicht aus. Ich habe es erstmal kennengelernt von einem Österreicher. Ich weiß nicht, ob das an Österreich, Bayern, ob das dann irgendwie liegt oder ob man das zum Beispiel auch in Norddeutschland sagt. Ich finde das extrem cool, wenn das jemand sagt, das geht sich nicht aus. Oder das geht sich gut aus oder so. Ich bin gerade verwirrt, warte mal. Mal wieder. C-Sicherheitsbüro. Tja, wir sollten ja mit dem Dings sprechen. Gut, im Citadel-Turm waren wir ja gerade.
Von da hat sich das hier dann auch erledigt. Nee, dann können wir, glaube ich, hier hoch. Zu den Wards. Ja, wir können mal ein letztes Mal gucken. Und, Varus? Bereuen Sie es, die Zitadell-Sicherheit verlassen zu haben? Einen abtrünnigen Spectre zu bekämpfen, wobei unzählige Leben auf dem Spiel stehen und es keine einschränkenden Regeln gibt? Ich würde sagen, dass es die Zitadell-Sicherheit um Längen schlägt. Tja, uns mangelt es jedenfalls nicht an Aufregung. So viel steht fest. Ja. Gut. Wir können nur mal gucken, was ich gerade sagen wollte. Ob es jetzt doch noch irgendwie ein Upgrade gibt für Granaten und oder... Oh! Oh, dann können wir auch gerade mal die Chloe besuchen. Ich muss noch eine Sache sagen bezüglich der Charaktere hier. Und nein, ich habe das die Anekdote aus der Bundeswehr nicht vergessen. Der zweite Teil hat demnach auch deshalb so einen Kultstatus, weil da viel mehr auf die ganzen Mitglieder eingegangen wurde, beziehungsweise die Mitglieder auch ja, besser zum Tragen kommen und auch eine stärkere Charakteristik einfach haben. Ja, Commander, kann ich irgendetwas für Sie tun? Zeigen Sie mir, was Sie zu vertrauen. Natürlich. Na gut, das haue ich jetzt auch nicht von den Socken. Nö. Nee, kommen wir nicht ins Geschäft. Ja, das ist halt auch die große Stärke im zweiten Teil gewesen, weil es auch so viele Teammitglieder gab. Da kam ich gerade drauf wegen dem Garrus, weil der Garrus, der ja eine sehr, sehr coole Figur ist eigentlich und auch sehr, sehr beliebt ist, der kam hier eigentlich kaum zur Geltung. Lag natürlich auch daran, dass ich den nicht so oft benutzt habe, wobei ich... Kein Blut für Aliens. Wow. Okay. Entschuldigen Sie bitte. Sie sind doch der Spectre, nicht wahr? Ja. Commander Shepard, ist mir eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Worum geht es bei dieser Demonstration? Mein Name ist Charles Saraceno. Ich bin von der Trockenlandpartei. Anlässlich des Gedenktages protestieren wir gegen die Politik der Alienfreunde im Präsidium. Kann ich bei der nächsten Wahl auf Ihre Unterstützung zählen? Sie wollen am Gedenktag des Erstkontaktkrieges demonstrieren? So, wie wir es jedes Jahr machen, seit 26 Jahren. Wir wollen nicht, dass die Menschen die Lektion dieses Krieges vergessen. Wenn wir uns nicht selbst helfen, wird es niemand tun. Ich dachte, die Lektion des Erstkontaktkrieges sei, dass es noch anderes Leben in der Galaxie gibt und man andere Meinungen akzeptieren muss. Schon möglich, Commander. Aber wenn die Aliens ihre Meinungen mit Waffengewalt vertreten, warum sollten wir uns dann nicht wehren? Der Vorfall am Massenportal war ein Missverständnis. Man würde ja auch versuchen, ein Kind aufzuhalten, wenn es eine Waffe anfassen würde. Ja, ich würde ihm die Waffe wegnehmen, aber es nicht töten. Für welches Amt kandidieren Sie? Ich strebe einen der 5 Spacer-Sitze im Parlament an. Damit ein Bürger seine Stimme dafür abgeben darf, muss er recht komplizierte Voraussetzungen erfüllen. Er muss mehr als 6 Monate pro Jahr im All verbringen. Aber er darf in keinem der besiedelten Systeme mehr als einen Monat geblieben sein. Sie verbringen doch die meiste Zeit im All, Commander. Ich weiß nichts über die Trockenlandpartei. Wofür stehen Sie? Unser Hauptanliegen ist, dass sich die Erde nicht von Alien-Einflüssen korrumpieren lassen darf. Weder politisch noch kulturell und schon gar nicht militärisch. Eine gute Theorie. Aber diese Leute lassen es wie eine rassistische Idee klingen. Ich muss zugeben, dass einige unserer Anhänger extreme Ansichten vertreten. Aber wir werden auch von Wirtschaftsführern, Soziologen und Medizinern unterstützt. Aber Sie selbst unternehmen nichts, um die rassistischen Äußerungen Ihrer Mitglieder zu unterbinden. Natürlich nicht, Commander. Ungeachtet meiner eigenen Ansichten haben Sie das Recht auf freie Meinungsäußerung. Tut mir leid, aber ich glaube fest daran, dass wir in Frieden mit anderen Völkern leben sollten. Das gab es schon einmal in der Geschichte der Menschheit. Undurchdachte Naivität führt zu Aussagen wie Frieden in unserer Zeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas wie Shang-Chi noch einmal passiert. Könnten Sie nicht vielleicht ein öffentliches Statement abgeben, dass Sie meine Kandidatur unterstützen? Die Unterstützung des ersten menschlichen Spectres wäre von unschätzbarem Wert. Die Besetzung Shang-Chis kann nicht wieder geschehen. Damals waren wir uns noch nicht einmal bewusst, dass es Außerirdische gab, gegen die man sich verteidigen muss. Der Vorfall hat immer noch starke Symbolwirkung, Commander. Shang-Chi ist das einzige menschliche Gebiet, das je von Aliens erobert wurde.
Sie haben natürlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, Mr. Sarazino, aber ich teile Ihre Ansichten nicht. Verstehe. Aber ich bin zumindest froh, dass Sie die demokratischen Werte unterstützen. Danke für Ihre Zeit, Commander. Erinnern Sie sich an die Trockenlandpartei am Wahltag. Denn die Trockenlandpartei wird sich an Sie erinnern. Erst die Erde! Okay, Jan, kann ich mich überhaupt nicht erinnern, in keinster Weise. Genau. Die Leute warten auf mich, Commander. Vielleicht können wir Lunch zusammen nehmen. Mit Sicherheit. Ja. Ja, das wird im Zwunter auf jeden Fall dann deutlich besser sein. Weil ich hatte eigentlich schon, also die Charaktere, aber ich hatte schon darauf versucht zu achten, gerade durch die Nebenmissionen oder Nebenaufträge, dass die Leute mich immer abwechselnd begleiten. Also nicht nur Tali und Liara permanent, sondern auch mal der Rex, mal der Garrus und so, aber im Endeffekt, ja. Willkommen zurück. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. So, hast du schöne Ausrüstung? Oh, guck mal, der verkauft Reaper. Was wäre cool, wenn man sich einfach so einen eigenen Reaper kaufen könnte. Und ich weiß, okay, das ist nicht so. Das Gelbe vom Ei. Ah, der Konrad ist ja weg. Ja, also die Frage wurde beantwortet bezüglich Liara. Die Frage nach der Citadel wurde beantwortet. Die Frage wurde jetzt beantwortet, die ich noch nicht offen stellen konnte. Ja, Mensch. Oh, Sie werden zufrieden sein. Die ich mir aber selbst gestellt habe. Nämlich, wie ich das mit den Ausrüstungsgegenständen mache. Ja, Mensch. Ach, ah, nein. Ja, in Ordnung. Ja. Viel Glück, Mensch. Ja, beziehungsweise... Ja, Mensch. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe zu oft das Wort Mensch gehört. Beziehungsweise, wann ich die super-duper Spectre-Waffen bekomme und ich habe sie bekommen. Oh. Okay. Okay. Da müsste ich aber eigentlich auch nochmal nach oben gehen und dann noch ein bisschen shoppen. Gut, Vergleich wissen wir. 58, 71. Schilde sind da auch besser. Ja, okay, gar keinen Vergleich. So, was haben wir hier? 30, 300. Ah, sind beide leicht. Ah, das ist auch eine Wildschwert, die ist aber nur 8. Wenn, dann will ich eine 10. Ah, okay, die ist natürlich deutlich besser. So, die Tali geht wieder leer aus. Genauso wie die Liara. Gut, Liara trägt ja menschliche Rüstung. So, Chor's Nest. Ja gut, am Flug sind wir vorbeigelaufen, merke ich gerade. Ach, ist egal. Komm, wir gehen jetzt zum Anderson. Es kann sein, dass wir automatisch von der Citadel verschwinden. Wenn das so ist, dann ist das halt so, weil ich habe, denke ich mal, genug gute menschliche Rüstung. Und wenn nicht, dann können wir immer noch mal gucken, ob wir noch mal zu anderen Händlern gehen, aber eigentlich ist es... Ich guck mal... Ups, falsche Taste. Ich guck mal schnell. Okay, wir hatten schon eine leichte Turianer-Rüstung. Ah ne, wir haben die leichte gekauft. Hä? War das jetzt beißt? Ich hatte... Oh. Oh, ich habe gedacht, ich hätte eine Kogane-Rüstung gekauft. Ups. Hatte ich mich so verlesen? Echt? Also anscheinend ja, aber... Krass. Okay, jetzt hat der... Garrus auf jeden Fall eine gute Auswahl an Rüstungen. Ich hatte Kogane gelesen. Kein Blut für Aliens. Hier geht's hoch ins Flux. Ich hätte schwören können, ich hätte Kogane gelesen. Okay. So. Verzeihen Sie bitte. Hätten Sie einen kurzen Augenblick Zeit für mich?